Erstmals will Volkswagen in Brasilien ein Auto für den Weltmarkt designen und entwickeln lassen. Allerdings soll der Wagen ab 2021 dann in Europa produziert werden, genauer gesagt im Polo-Werk im spanischen Pamplona. Vermutlich Ende 2021, Anfang 2022 geht das SUV-Coupé in Deutschland dann an den Start. Für dieses besondere Modell hat sich VW die Boom-Klasse schlechthin ausgesucht, die kleinen Lifestyle-SUV. Als Basis des wohl T-Sport genannten Modells hat VW den T-Cross genommen, der bereits gezeigt hat, dass ein erwachsenes Auto nicht unbedingt groß sein muss. Auf rund 4,10 Meter Länge bietet er ungefähr so viel Platz wie ein Golf, fährt unaufgeregt und solide. Der T-Sport hingegen soll etwas länger ausfallen und die Lücke zwischen T-Cross und T-Roc schließen. Insider gehen davon aus, dass der Audi Q2 bei den Abmessungen Pate stehen dürfte. Er ist 4,20 Meter lang, bis auf ein paar Millimeter also genauso groß wie der neue Opel Mokka. Um vom T-Cross zum T-Sport zu werden, brauchte das SUV-Coupé kaum Modifikation. Das Dach fällt etwas flacher aus, die Fensterlinie steigt stramm an. Die Rückleuchten sind flacher, sportlicher geformt. Der VW kommt fast an den Schick eines Audi Q3 Sportback heran. An der Front hingegen kaum Veränderung, wie auch bei der Technik. VW wird den T-Sport mit Dreizylinder-Benzinern und Dieseln anbieten. Sie leisten bis zu 150 PS. Allradantrieb wird es nicht geben. Und wenn Sie sich fragen, wo denn die Elektrovariante des VW bleibt, die gibt es nicht. Ein kleines E-SUV aus Wolfsburg lässt noch bis 2022 auf sich warten.